Hallo und herzlich willkommen zur Folge 573 der Sims 4 100 Baby Challenge. Heute ist Schneewittchentag und wir müssen mal ein bisschen schauen, wie wir den Schneewittchentag feiern können, weil ich habe jetzt schon zweimal versucht, die Folge aufzunehmen und sobald ich versuche, Schneewittchen einzuladen, also halt Gäste überhaupt einzuladen, egal wie viele, ob jetzt nur Schneewittchen oder auch andere, dann bleibt das Spiel sofort hängen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dauerhaft bei Einladungen so, weil wie wollen wir sonst die Leute, von denen wir schwanger werden wollen, hier einladen, wenn dann das Spiel hängen bleibt. Aber gut, das ist erstmal wie es ist. Das heißt, wir werden den Schneewittchentag irgendwie hier zu Hause begehen, ohne Gäste und gucken, ob sich das damit dann erfüllt oder nicht. Weil dann fallen eigentlich halt, wir werden heute nicht reisen und Gäste einladen werden wir auch nicht. Also mal gucken. Du kannst mal verwenden hier. Arwen kann mal rausgehen und die Hühner füttern und sich um die kümmern. Und dann könnte Dracula uns ein festliches Frühstück herrichten. Man könnte sich zwar jetzt fragen, warum essen wir nicht einfach das festliche Frühstück, was wir schon gemacht haben für... kannst hier die Wäsche mal wegräumen. Für das Erntefest, aber ihr wisst nicht, was ich weiß, und zwar, dass das gleich verderben wird, wenn wir es aus dem Kühlschrank holen. Okay, Liebes, du kannst mal aufstehen und du kannst mal in die Windel machen und dann kümmern wir uns mit Molly um dich. Genau. Du kannst mal hier hinkommen und dann Annabelle mal füttern und mal wickeln. Irgendjemand ist unglaublich albern jetzt, ne? Das ist das, was dieses Geräusch ist. Ach, dann machst du gerade in die Windel. Nee, mach bitte noch in die Windel. Vorzugsweise so, dass wir jetzt nicht irgendwie vollgeschissen werden. Vielleicht war es auch das Geräusch vom Meilenstein, das kann auch sein. So, du kümmerst dich hier. Okay. Du, mein lieber Schatz, könntest dann mal... ein Festmahl herrichten. Und ich packe das alte Festmahl, Festmahlsfrühstück dann mal weg, weil halt, wie gesagt, das verdirbt gleich jeden Moment. Unsere romantische Zufriedenheit ist beendet. Ich wünschte, wir könnten das irgendwie mehr einstellen, so, dass, wir irgendwie Leuten mehr sagen, so, hier, das ist jetzt keine Beziehung oder irgendwie langfristige romantische Sache, sondern halt nur kurzfristig. So, du kannst die dann auch mal verkaufen. Okay. Und Molly, du kannst mal das Baby dann wickeln. Ja. Okay, es kann auch theoretisch sein, dass wir heute, also je nachdem wie lange die Folge geht, dass Molly heute das nächste Kind bekommt und morgen irgendwann hat vielleicht, ja oder übermorgen, hat dann Annabelle Geburtstag und wird älter. Und ich würde jetzt gerne am Wochenende vor allem halt gucken, dass die Kinder ihre Skills so ein bisschen entwickeln. Und ja, Dorian Gray, du hast natürlich jetzt nicht, wie ich dir das gesagt habe, deine Wäsche weggeräumt. Bring deine Wäsche doch mal weg. Das wäre irgendwie... Da wäre mir schon viel mitgeholfen. So. Ach, hier auch deine Wäsche ist auch hier und die müffelt schon. Also bring die doch mal weg, Schatzi. Okay. Du hast Level 4 vom Kochen erreicht. Das freut mich ja sehr. Und halt, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob wir das heute erfüllen können bei den Kindern. Vielleicht lasse ich die auch alle so ein bisschen mal tanzen und mal Spiele spielen, aber... halt, ob wir einen erfolgreichen Schneewittchentag haben, damit, das weiß ich nicht. Und es ist irgendwie so frustrierend, weil halt das Spiel lief eine Zeit lang zwischendrin mit dem Pausieren und Speichern ja ganz gut. Und dann war ich irgendwie so, ah, vielleicht können wir doch ein paar mehr Sachen noch machen. Und jetzt ist es so, nein, können wir nicht. Also, das ist schon schade. Okay. Bist du denn jetzt, Dorian, deine Sachen am Wegbringen? Mein Kind, lass es mich nicht nochmal sagen müssen. Ich warne dich. Ich weiß zwar nicht, womit ich dir hier gerade drohe, aber ich sage nur, ich warne dich. So.
Okay, wir bringen hier die Windel mal weg. Sehr schön. Und legen dich mal hier in den Schlaf. Du brauchst doch nichts mehr sonst, oder, Annabelle? Ich glaube, sonst braucht sie nichts mehr. Nö. Okay. Genau. Und dann, super. Sind wir hier auch schon eigentlich mit... Hamlet ruft uns an. Herzlichen Glückwunsch. Ah, danke schön. So, dann können wir mal hier alle zusammen frühstücken und dann gucken wir mal, wie wir hier den Tag verbringen. Es ist halt irgendwie so, ich möchte die Baby-Challenge auf jeden Fall zu Ende spielen, aber ich merke halt auch die Sachen, die mir Spaß machen an der Baby-Challenge, dass sie halt, dass wir einfach mehr eingeschränkt sind als vorher von den Sachen, die wir machen können und das Spiel macht sie mit, was halt so ein bisschen challenging ist irgendwie. Also, ja. Aber hey, es heißt ja auch Baby Challenge und nicht Baby Klacks. Also ist klar, dass es nicht so ganz einfach ist immer. So kommt ihr denn alle zum Essen, meine lieben Süßen. Ja, kommt ihr auch, wie schön. Frühstück am Samstagmorgen zusammen. Wie schön. Okay. Was sind denn die Sachen, die wir machen wollen? Spiele, Urlaub oder Reisen werden wir nicht machen. Partystimmung. Ja. Gäste einladen werden wir auch nicht machen. Okay. Das heißt, wir sind ein bisschen limitiert in dem, was hier ansteht. Ich stelle hier das mal wieder weg, dass wir das gleich auch ein bisschen zusammen hier machen können. Aber wie süß. Guck mal hier. Gemeinsames Essen mit der Familie. Und danach könnten wir vielleicht alle ein bisschen tanzen. Oh, warte, ich bin nicht auf der Musikanlage. Ups. Beim Grammophon, zu was wollen wir denn mal tanzen? Eigentlich ist es ja hier ein Cottagecore-Haus so ein bisschen, aber ich weiß nicht, was Cottagecore-Musik wäre, weil Cottagecore ja eher eine Online-Ästhetik ist. Ich meine, klar, es gibt Leute, die ländlich leben, aber Cottagecore hat so sehr verträumte Filmmusik teilweise so als unterliegendes, als unterliegende Musik von den Online-Inhalten, die man hat. Sollen wir das einfach mal probieren? Okay. Können wir hier alle zusammen mal tanzen? Cowboy-Tanz. Ich glaube, dafür haben wir nicht den Platz, dass alle Cowboy-Tanz machen. Aber wir können alle mal tanzen gehen. Stimmt, gerade Dracula sollte daran Spaß haben, weil immerhin ist er ja tanzmütig. Okay, und ich räume hier in der Zeit mal so nach und nach einen Teller nach dem anderen weg. Und ihr könnt ein bisschen tanzen. Na. Wir sind soeben gute Freunde geworden. Ach, ist das schön. Wir haben hier so richtig... Guck, ich glaube, das ist auch so was an den Feiertagen, die wir haben, sowieso auch wichtig ist. Also ob das jetzt der Schneewittchentag ist oder der Phoebe-Tag oder was auch immer. Dass wir als Familie zusammenwachsen, ist, glaube ich, immer ein Plus von allen, wisst ihr. No. All das sind auch die Sachen, an die erinnert man sich ja später auch, wenn man sowas mal zusammen gemacht hat. Okay. Wollt ihr es ein bisschen lauter machen, dass ich das auch höre? Ich meine, so höre ich es ein bisschen. Ja. Oh nein, ich habe hier einen Teller hingestellt. Ich habe es wieder getan. Warum habe ich auch eine Theke mit Raum zum Sitzen dahingestellt? Ich habe keine Ahnung. Raum zum Sachen draufstellen, meine ich. Eigentlich können wir sie hier wirklich noch eine ganze Zeit tanzen lassen, noch einfach für ihre Fähigkeiten für die Schule. Ich habe das Gefühl, gäbe es so einen Trailer für die Buchholzfamilie in Mollys Generation, würde ich das hier so reinmachen. Das ist ein Ding. Na,
Guck mal, wie schwanger Molly ist. Ihre Hände verschwinden in ihrem Babybauch. Und hier unsere kleine Armee aus Buchholzkindern. Ach ja, ich meine. Warte, lasst mich das gerade mal, während die hier tanzen, gucken. Oh. Die sind gute Freunde geworden. Ich wollte nur gerade mal gucken. Oh, das ist Isabella. Tanzt doch mit, Liebes. Oh, guckt euch das mal an. Okay. Ich speichere das Spiel gerade mal, damit irgendwie, weil wir jetzt hier einen Gast haben, nicht, dass irgendwas passiert und das dann schief geht. Aber ja. Aber ich finde es voll schön, dass sie hier ist. Okay. Aber jedenfalls, ich habe nochmal geguckt. Wir sind gerade mit dem 90. Kind schwanger. Das heißt, wir haben offiziell die Top 10 betreten. Ah, ihr könnt es gar nicht hier schaffen mit Partystimmung, aber ihr könnt eure Fähigkeiten aufbauen, solange, ne? Motorik Level 4 könnt ihr noch mitnehmen. Wie ist es bei dir? Hast du noch nicht ganz erreicht? Ja, dann tanzt doch noch ein bisschen weiter, mein lieber Schatz. Wir haben einen Drink bekommen. Das ist aber lieb. Woher haben wir den denn? Den kannst du schon auch trinken, ne? Also ich habe da gar nichts, der ist verschwunden. Ups. Ist auch lieb, dass Isabella vorbeikommt für den Tag. Catalina ruft uns an. Hi. Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören, aber wir sind befreundet. Aber nun ja, also gut. Ich sage es jetzt, ich habe mich in dich verliebt. Och, Schatzi, das solltest du doch nicht. Puh, jetzt ist das raus. Dann würdest du mal mit mir ausgehen, dass du bist so cool. Ich möchte wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Klar, lass uns zusammen ausgehen, lass uns einfach nur Freunde sein, sie ghosten. Also ich sag mal so, wir haben ja nur noch 10 Kinder, die wir bekommen müssen. Danach hätten wir Möglichkeiten. Aber das sind noch 10 Kinder, die wir bekommen müssen und wir können nicht jetzt in einer Beziehung mit ihr sein. Außer es wäre eine offene Beziehung, können wir das so definieren. Aber ich weiß nicht, ob sie das will. Sollen wir das probieren? Wir könnten auf ein Date gehen. Wir könnten so lange aber noch einfach nur als Date und gucken, ob sie damit einverstanden ist, dass wir halt quasi andere Kinder bekommen, aber halt nur mit ihr in einer Beziehung sind. Ich meine, inzwischen können wir das ja ein bisschen mehr... Was sind eigentlich deine romantischen Grenzen, Schatz? Müssten wir das dafür mal anpassen? Also flirten möchte sie mit Männern. Techtelmechtel und nicht... Das löst... Viele Sachen bei ihr lösen Eifersucht aus. Das könnten wir anpassen, aber es wäre halt unfair, das anzubieten. Und halt, also das von Catalina zu erfragen und... Halt, das kann ja nicht eine einseitig offene Beziehung sein, sondern halt, sie müsste ja dann die gleichen Freiheiten haben, sonst wäre es ja gemein. Ach ja, es ist aber irgendwie so von Phoebe an, es entwickelt sich doch immer mehr so ein bisschen hier zur Hippie-Kommune. Nicht, dass ich was dagegen habe, ich habe überhaupt gar nichts dagegen. Ich sage nur, das ist zu beobachten. Okay. Okay, du kannst nachher mal zur Toilette gehen. Welches Level bist du denn hier gerade? Level 3. Okay. Dann, Schatz, geh mal zur Toilette. Ich finde das schön, das Zusammentanzen. Vielleicht sollten wir das häufiger machen. Oh, du musst auch mal wirklich zur Toilette. Wir können mit Phoebe plaudern. Natürlich plaudern wir mit Phoebe. Okay, und du kannst mal hier verwenden. Gehen und noch eigentlich auch mal duschen. So, wie ist es mit dir, Dorian? Du kannst noch weiter tanzen, wenn du möchtest. Wie ist es mit dir und der Partystimmung? Erfüllt sich das so langsam so ein bisschen? Was ist das hier? Ich weiß gar nicht, woher der die Drinks hat. Wahrscheinlich von Patchy. Woher hat die? Was ist das überhaupt? Und woher hat der die? Ich weiß es nicht. So. Okay. Vielleicht sollten wir das Date verschieben, auch wenn wir das Kind geboren haben und neu schwanger sind, dass wir nicht ganz so schwanger sind, wie im Moment. Dass wir vielleicht so ein bisschen mehr, nicht so, oh je, gehen wir jetzt jeden Moment in die Wehen mäßig beim Date sind, wisst ihr, wie ich meine.
Okay. Ah, wie schön. Guck mal hier, ihr beiden. Teilt die Partystimmung miteinander. Das freut mich voll. Danach könnten wir alle ein bisschen zusammen spielen. Wir könnten wieder puzzeln. Oh, warte, was können wir hier? Ah, das ist die Abschlusszeremonie. Das machen wir mal nicht. Ich hatte gerade so Angst, dass das Spiel wieder hängen geblieben ist. Ist das hier wieder Smalltalk, das wir machen? Kennenlernen können wir auf jeden Fall. Lassen wir uns Patchy. Ich weiß von Patchy eigentlich voll wenig, fällt mir da ein. Oh, guck mal. Emil ist hier, um uns zu helfen. Was ist denn kaputt? Ich weiß gar nicht, was kaputt ist, aber. Patchy ist ein Kind der Inseln. Das finde ich verwirrend. Ich habe das Gefühl, da würde er am wenigsten gut leben, weil da durch die hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme, da würde er ja schimmeln. Halt, wisst ihr? Wir können mal ein bisschen zocken mit allen. Finde ich gut. Spielt mal zusammen, meine lieben Kinder. Machte, wie geht's der Kleinen? Oh. Oh, wir sind in den Wehen. Okay. Okay. Stopp, 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 stopp. Stopp, habe ich gesagt. Stopp, habe ich. Okay. Ich speichere jetzt. Oh mein Gott, so viel zusammen. Ich speichere nochmal gerade. So, Molly, statt zu zocken, kannst du mal die Kleine versorgen und dann können wir danach irgendwann auch ins Krankenhaus. Wir müssen ja nicht jetzt sofort gehen, aber halt später. Okay, dann kannst du mal hier hingehen und stillen. Das ist doch irgendwie auch was, was es eigentlich nicht gibt, dass man irgendwie in den Wehen ist und dabei stillt. Halt, ich behaupte, sowas passiert eigentlich nicht. Irgendwie so rein hormonell würde ich sagen, entweder man ist in den Wehen oder man kann auch stillen. Okay, aber ihr seid hier am Zocken. Das freut mich schon mal, dass ihr hier vorankommt. Okay. Na? Es hat sich zumindest nicht komplett die Windel versaut. Also die Windel schon, aber halt nicht denn alles außerhalb davon, sage ich jetzt mal. Dann können wir sie noch weg. Guck mal, wir hatten erfolgreichen Schneewittchentag. Dracula hatte einen erfolgreichen Schneewittchentag und ihr arbeitet noch dran, ihr Kleinen. Wir haben Level 2 erreicht vom Zocken. Wir haben heute eigentlich einen schönen Tag hier zu Hause. Muss man wirklich sagen. Wir haben im Moment auch mal die Kinder in Anzahl, die halt auch sich selber versorgen können. Wir haben nicht nur Säuglinge im Moment und wir haben die Zeit dafür. Das ist schon echt schön. Und Patchy ist mit dabei. Okay. Ist hier das auch dreckig? Ich glaube, das ist auch dreckig. Das sollten wir nachher auch noch säubern vielleicht. Machen wir noch, bevor wir ins Krankenhaus fahren. Ach ja. Okay. Ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen mit Katalina. Wir könnten halt einfach mal gucken, ob das Spiel uns überhaupt auf ein Date gehen lässt. Wenn es uns auf ein Date gehen lässt, könnten wir sie einfach mal gucken, ob wir das fragen können von der Beziehung her, ob sie eine offene Beziehung haben wollte. Und wenn nicht, können wir halt nicht hin, weil dann würden wir sie betrügen und das machen wir nicht. Also. Ich meine, die Grenze bei Untreue in der Baby Challenge ist halt so. Halt, wir sind da schon nicht so ganz unschuldig im Sinne von, wir haben häufiger Sims als unsere Techtelmechtelpartner, die eigentlich halt in monogamen Beziehungen leben, aber letztendlich ist es ja schon irgendwie auch deren Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass sie monogam leben und wir sind halt, wir zwingen sie ja zu nichts, ne? Aber das ist trotzdem so ein bisschen, aber halt selber Leute, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Und wir hatten auch schon Sims, die sich einfach nicht von uns haben verführen lassen. Also so, das gibt es schon. Das hatten wir auch schon so, ne? Okay, dann kannst du hier auch noch mal. Ah, sie schläft auch schon. Oh Gott, wir sind jetzt richtig, richtig in den Wehen. So, Kinder, wollt ihr noch ein bisschen weiter zusammen zocken? So untereinander? Und dann würde ich sagen, oh warte, wir werden angerufen. Ben ruft uns an. Hallo Ben, hallo Molly. Ich frage mich, ob es sich lohnt, Dominic Files besser kennenzulernen. Was denkst du darüber?
Ich würde sagen, go for it. Als Sims 4 verliebt rauskam, oder wie heißt die Erweiterung? Lovestruck auf Englisch. Da gab es ja irgendwie so ein Match-Ding von, mit welchem Sim würde man zusammen gematcht werden vom Spiel. Und ich wurde auch von irgendeinem, ich habe aber vergessen welcher, irgendein Sim aus Zeit für Freunde war mein Match. Jawohl, nur dass ihr das wisst. Okay, ich würde sagen, das Kind kriegen wir in der nächsten Folge. Dann bin ich froh, dass wir schon mal den Schneewittchentag jetzt spielen konnten, auch ohne Schneewittchen. Das ist schade, aber auch ohne, dass das Spiel diesmal abgestürzt ist. Das ist ein großes Plus. Okay, gut, meine Lieben. Dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!